Hier ist wieder Manuela Tschikor von Herzcoaching.jetzt und heute wieder ein bisschen Cat-Content dabei. Heute möchte ich ein bisschen sprechen drüber, über Stress. Stress, wenn du dich gestresst fühlst, wenn dir alles zu viel ist, vielleicht ein bisschen du dich auch überfordert fühlst von dem, was auch immer, dass du dich mal fragst, wovon genau bist du denn gestresst? Also was ist denn der eigentliche Grund? Oft sagen wir, ja, ich habe viel zu tun oder es ist viel zu viel oder du hast mit Themen zu tun, mit denen du normalerweise nicht zu tun hast, die dich herausfordern. Genau, forsch doch mal nach, was ist denn der eigentliche Grund? Also was ist das genaue Gefühl dahinter, was du empfindest? Auch hier dieses Gestresstgefühl kann sich ja unterschiedlich äußern. Vielleicht hast du wirklich viel auf deiner To-Do-Liste, dass du alles tun musst. Oder wenn du vielleicht mal anders hinschauen möchtest, was ist es denn auf deiner To-Do-Liste, das du wirklich tun willst, weil es aus dir herauskommt, weil du es tun möchtest und nicht weil, ja, irgendjemand anders dir sagt, du sollst es tun, also wo du eher im Reagieren bist als im selber Agieren, da mal genau hinzuschauen. Vielleicht kann ja das eine oder andere Ding von deiner To-Do-Liste dann verschwinden, weil du erkannt hast, hat gar nichts mit mir zu tun, will ich gar nicht, da muss ich auch nicht, kann ja jemand anders tun oder derjenige, vor dem es kommt. Genau. Vielleicht liegt es auch daran, dass du so einige ungelöste Probleme immer wieder innerlich im Geist drüber nachdenken musst, wie auf der Suche nach einer Lösung bist, die du aber noch nicht hast. Also auch das kann Energie rauben, wenn du einfach mit vielen ungelösten Problemen zu tun hast und ja, die dann eher zerdenkst und nochmal drüber nachdenkst und nochmal drüber nachdenkst, aber allein durchs Denken du alleine für dich und du nicht zu einer Lösung kommst. Vielleicht ist es auch altes Zeug, das deine Energie bindet und dir so ein Stressgefühl vermittelt. Also vielleicht sowas die Auswirkungen von vergangenen Erlebnissen, die immer noch an dir nagen und dich beschäftigen. Da ist auch möglich, zu handeln, sowas loszulassen, sowas anzuschauen, noch einmal anzuschauen und dann wirklich aus dem Rucksack zu nehmen, den du dabei hast. Genau, das sind alles Dinge, die ich in meinen Sessions auf jeden Fall mache mit den Menschen, die mit mir arbeiten. Also erstmal höre ich natürlich zu. Die Menschen, die zu mir kommen, die erzählen mir erstmal ganz viel und ich höre zu, ich höre wirklich zu. Ich mache mir auch Notizen und dann stelle ich vielleicht die eine oder andere blöde Frage, die dann, na, so für einen kleinen oder großen Aha-Moment sorgt bei meinem Gegenüber. Genau. Also wenn du dir mehr Klarheit wünschst für dich, auch was dein Stresslevel angeht, wie du da Veränderungen für dich vornehmen kannst, ist eine gute Idee, mit mir Kontakt aufzunehmen. Da gibt es zwei Möglichkeiten, also zwei Optionen. Entweder du wählst dir einen Termin in meinem Kalender, den habe ich hier unter dem Video verlinkt, mit einem Herz-Coaching-Aha-Moment. Das wären 30 Minuten, wo ich mir Zeit für dich nehme, wo wir darüber sprechen, was sind deine Herausforderungen und wie kann ich dir helfen. Und die andere Variante ist, dass du dir direkt eine Herz-Coaching-Session buchst. Das sind bis zu 90 Minuten meiner Zeit, wo wir dann auch wirklich nach dem Zuhören auf jeden Fall oder während dem Zuhören auch schon sicherlich klopfen werden und du da wirklich rausgehst und wir an den Themen direkt arbeiten, so dass du dich ja leichter fühlst danach, erleichtert und vielleicht auch ein Stück gelassener und für dich klarer, wohin soll es denn eigentlich gehen mit dir auf deinem Weg. Genau. Ja, und ich werde jetzt ein bisschen noch Katzenliebe tanken und mich dann weiter in meinen Tag begeben. Ich wünsche dir was, alles Gute und bis bald.